Herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer, die Coop-Kampagne mit Linus. Was geht ab, Freunde? Ja, in den letzten Runden habe ich schon derbe kassiert von garstigen Orks. Es wird mal Zeit, dass wir uns da rächen. Nee, erstmal wird Zeit, dass ich mein Geld ausgebe, was ich letzte Runde gemacht habe. Warum bist du denn noch dran? Ich habe die letzte Siedlung nämlich vom Reikeland eingenommen. Das Reikeland ist jetzt komplett Linus. Ich dachte, ich könnte schon loslegen, aber ich höre da auch Geld und Einnehmen. Sag mal, willst du da nicht so eine... So viel Geld habe ich hier auch wieder nicht. Kollekte, ich bräuchte wenigstens so 400-500 für einen Trupp mehr, ja? Nee, so viel habe ich leider tatsächlich nicht. Ich brauche das alles nicht. Ich habe auch noch hier einmal Orks und so am Stüssel. Wenn ich die fertig gemacht habe, können wir vielleicht drüber nachdenken. Aber guck. Wie wär's mit einer Bond-Anleihe? Ja, ich gebe dir eine gewisse Verzinsung. Nee, ich brauche keine Zinsung. Zwergenbonds. Ich stehe nicht auf Zwergenbonds. Na ja, gut. Ich muss nämlich selber noch ein, zwei rekrutieren und dann war es das eigentlich auch schon wieder so ziemlich. Das ist halt auch das Problem. Aber was einfach ganz cool ist, dass ich jetzt tatsächlich... halt meine Hauptprovinz vollständig auf das Reichland. 4 Siedlungen. Jetzt kann ich einen Siedlungserlass loslassen. Was gibt's denn da? Heerbanner aus Staatstruppen. Lokale Regierungskapazität. Könnte geil sein. Rekrutierungskosten minus 5% für Landeinheiten. Wachstum plus 20. Handelseinkommen plus 5 durch Zölle. Fraktionsweit. Steuersatz plus 5. Geil. Ich will irgendwie was. Öffentliche Ordnung plus 4. Das muss ich tatsächlich sogar erstmal nehmen. Okay. Och. Ja, eigentlich bin ich damit sogar schon so ziemlich durch. Nee, der Charakter hat noch. So was können wir ihm jetzt noch geben. Metallbeherrschung, Wirkenbereich. Ich guck mal hauptsächlich... Lass irgendwas schön vom Himmel regnen, das ist ganz cool. Vielleicht wenn er Sachen hat, die eine kurze Losgehzeit haben. Ich weiß nicht, ob das da angegeben ist. Weißt du, das Sachen, die möglichst früh rausballert. Ja, schwierig. Ich will jetzt auch nicht nur auf die aggressiven Sachen gehen und nachher ist es dann auch irgendwie ein bisschen kacke. Aber ja, irgendwie ist es schon geil. Ich kann ihn nochmal pushen. Ich kann die goldenen Hunde, die sind jetzt auf Stufe 2. Die fand ich nicht so krass. Na, jetzt hast du es auf Stufe 2. Also dieses vom Himmel regnen hat irgendwie einen besseren Eindruck gemacht. Aber ich habe auch nur einmal geschafft, diese Hunde richtig zu timeless, die alle noch treffen. Das ist halt immer das Problem. Du legst es dann auf eine Fläche und dann laufen die da schon lang, ne? Oder sind da nicht mehr. Oder im Zweifelsfall sind eigene Truppen mit dabei. Also ich habe meinen zweiten Agent... Der hat sich auch gelevelt. Und da muss ich mal schauen. Ich werde mal schauen, dass ich bei dem aber eher so ein bisschen auf Inspiration vielleicht sogar gehe. Dann hat der Führerschaftseffekt der Charakter-Aura plus 5. Kriege ich eher so andere Sachen mit rein. Also du hast hier echt richtige Skillbäume, ne? Ich glaube nämlich auch, diese komische Zauber-Aura, wie haben sie es hier genannt? Fluss der Magie, die Winde der Magie. Die sagen auch darauf aus, wie deine Helden sich auch passiv leveln. Ja, aber weiß ich nicht. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Weiß, ist auch eher indiziert gesteuert, aber es könnte durchaus sein. Ich glaube, das legt nur fest, wie hart du da Magie einsetzen kannst in der Provinz. So, Fraktion vernichtet die Abtrünnigen des Imperiums. Na gut, das wissen wir ja schon. Ich habe Laura entdeckt. Wir haben eine Streitkraft der Fraktion Marienburg beim Versuch entdeckt, einen Hinterhalt in Marienburg das Ödland zu legen. Das ist ja gar nicht bei mir. Ich kletter mir das. Na gut. Plündern. Die Plünderung, ja, das wissen wir leider auch, dass die hier plündern. Können wir nichts gegen machen gerade. Müssen sie immer wieder vorhalten, ne? So, hier kann ich mal ein bisschen leveln. Fähigkeiten kriegt er erstmal wieder... Nee, der kriegt sogar etwas Rüste, denn er muss bald kämpfen. Machet. Werden die hier noch mehr? Oh Gott, die werden hier sogar mehr. Das wird ein unaufhaltbares Problem werden. Das glaube ich muss eigentlich hier die Belagerung gewinnen oder es lassen. Na, dann mach es. Ich wäre eh dafür, dass wir es angreifen. Ente oder Trente. So, ich schau mal noch, ob ich meine andere Armee dann wegziehen kann zur Hilfe hier hin. Vielleicht mit Tunnel graben? Kommt der irgendwo hin? Ich lasse sie mal graben. Und zwar hier zu mir nach unten könnte er gar nicht. Was? Sie ist ja doch marschieren lassen. Also marschieren? Lange durch Feindesland, das dauert 10. Wie viele Runden sind das denn? Da kann ich nicht lang marschieren. Das dauert viel zu lange. Komme ich hier irgendwie durchs Gebirge auch nicht? Das ist ja mies. Ja, es ist durchaus in einigen Punkten doch durchaus unterschiedlich,
Vergleich zu Attila, was so die Bewegungsmechanik und sowas angeht. Hey, da muss ich meine andere Armee mit denen unterstützen. Das dauert zu lange, bis die da hier ankommen. Dann werde ich eventuell meine Hauptprovinz sogar komplett verlieren. Hart. Ja, das ist richtig hart. So, da gibt es ein bisschen neue Technologie. Diesmal gehe ich auf Militär. Rekrutierungskosten 5% ist ja nicht so prall, aber hier gibt es mehr Angriff für Zwergenkrieger und Bergwerker. Das können wir vielleicht noch gebrauchen. Mit dem wenigen müssen wir gut auskommen. Und mein Grollbuch wird auch immer voller, ne? Jetzt habe ich hier schon 4 Grolle. Das wirkt sich ja auch schon negativ aus. Ist abgespielt? Es bleibt spannend. Nee, ich habe abgegeben. Ja, meine ich ja. Es gibt nur Krieg. Greift die feindliche Armee an. Ach, herrje, ja, ist ja okay. Kann ich mal. Das mache ich schon noch, wenn ich das kann. So, was können wir denn hier noch Feines bauen? Das bringt mir hier alles irgendwie momentan nichts. Ich muss die Gebäudeplätze schon fast offen lassen. Das ist ja schon ein bisschen sucky. Da kann ich alles nichts draus auswählen momentan. Das ist ja echt eklig. Okay. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wenn ich euch raussehe, was passiert da? Ah, das halte ich aber noch aus. Ist okay. Ich muss meine Hauptarmee jetzt nämlich erstmal den Orks entgegenziehen. Da einen hätte ich euch ganz gerne. Step to it! Der klingt echt witzig durch seine Maske. Ja, die Zwerge geben ja geile Sounds ab. Ja, die sind zum Teil auch cool von dem. Manche nicht unbedingt. So, jetzt brauchen wir erstmal natürlich noch ein paar mehr Leute. Reich Sigmas right. Gönnen wir uns. Ja, komm, wir gönnen uns noch ein, zwei mehr. Dann habe ich da unten bald Truppen stationiert. Ich muss die Orks auch bald plätten. Ich habe absoluten Stillstand dadurch. Ich habe echt alles nur für Truppen aus. Ja, ich glaube, ich werde das hier noch packen. Das ist halt. Es tut halt weh, weil ich da jetzt auch so einen Stillstand irgendwie habe, ne? Das hat doch viel gekostet, diese Konföderation. Diese Fraktion hat mir den Krieg erklärt. Karaknorn. Sind das Zwerge, die Karaknorn? Das sind Zwerge. Das sind Zwerge, ne? Brock Eisenhack. Kann man nichts machen. Ja, das ist nicht so geil. Ich hätte bitte, glaube ich, auch... Ja, wenn ich jetzt Beistander bin, bist du mit dabei, ne? Aber ich habe auch noch andere Verbündete. Die hätte ich schon ganz gern dabei. Lass mich mal da lieber raus. Ja, aber ich hätte meinen anderen so gerne. Das ist ganz weit weg von dir. Ja, aber es wird mir insgesamt einen diplomatischen Malus dann geben, ja, komm, auf alles mit den anderen Zwergen. Das ist doch ein Coop-Spiel. Und deswegen solltest du mich nicht mitnehmen. Ja. Gut. Ich weiß natürlich nicht, wie hart du auf deine Verbündeten angewiesen bist. Wie sehr? Ja. Aber ich hab's jetzt nicht getan. Okay. Jetzt kriegen wir eine Schlacht der Marke, wir müssen so viel rausholen wie möglich. Die Schädel-Slammler. Ich habe aber ein bisschen was. Was hast du denn da? Ich habe ein paar Truppen wenigstens. Ja, auch durchmischt. Ich sehe bei ihm hauptsächlich Nahkämpfer und Nahkämpfer. Das heißt... Ja, das auf Distanz halten und die Armbrustschützen das Ding machen lassen. Ja, wir können hier ja gar nicht so krass auf Distanz halten. Nee. Aber eine volle Armee ist hier schon auf dem Weg hin. Die sollten sie dann endgültig mal fertig machen. Aber die Anfangstruppen der Orks scheinen recht mächtig zu sein. Wären durchgängig echt härter gerankt als die Menschen zum Beispiel. Ja gut, der hatte ja auch anstatt Goblins schon immerhin richtige Orks, ne? Das sind ja nicht seine leichtesten Truppen. Ach so, naja gut. Wenn man so die Fraktion betrachtet. Dann könnte es vielleicht noch so ein klitzekleines Problem geben. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen hier das Gelände an. Da hinten gibt es den Nachschub. Das heißt, wir können Da können wir auch hingehen. Ja, gehen wir sowas von hin. So, weil er kommt ja eh. Das ist ja schon mal fast. Das ist guck mal, hier ums Steinding herum. Guck mal, vielleicht nutzen wir den Wald als so ein Dreieck oder sowas. Ich gebe dir einfach mal meine Nahkämpfer und ich mache nur die Fernkämpfer. Dann müssten wir es einigermaßen besser hinkriegen. Okay. Kann er hier irgendwas nehmen, wa? Der ist, ein Level hat er schon gekriegt, aber ich weiß nicht, was das macht. Irgendwas mit Ansturm oder so. So. Direkt ran. Du musst den da auch direkt blockieren. Guck mal, siehst du, wie ich meine Bogenschützen schon hinstelle? Ne, so, also, ja. Versuch wirklich, dann im Endeffekt die auch so hinzustellen. Genau. Dass du sie sofort abfängst. Dann musst du deine Bogenschütze eigentlich noch dahinter mich packen.
Da sind sie doch. Die können da ganz locker hinschießen. Okay. Gut. Versuchen wir's. Gucken, ob sie jetzt da rauskommen. Ja! Was ein Bullshit. Also sie sind auch direkt bei meinen Bogenschützen gespawnt. Ich brauche auf der linken Seite Verstärkung. Ich sehe schon. Ich versuche die da wegzuziehen, noch irgendwie zu retten. Aber ich glaube, einmal sind sie auf jeden Fall weg. Gut, ich muss da ein bisschen kämpfen. Das wird nicht anders gehen. Aber du musst da schnell dazukommen. Hat der irgendein Special, der General? Nö, gar nichts. Oh, schade. Ja, nischt. Es ist natürlich da super viele Truppen gebunden. Er scheint auch nicht so krass zu sein. Also der prügelt sich hier vorne. Ich kämpfe gegen deren krassen Typen. Na, ist ja ganz schlecht, weil wenn der stirbt, ist nämlich, vielleicht kriegen wir da noch einen kleinen Moralbonus oder so. Ja, der wird da hinten so langsam aber sicher auch durchbrechen mit deinem Rücken fallen, dann hast du ein richtig dickes Problem. Deswegen sollten wir vielleicht mal anfangen, um was zu tun. Das sind schon irgendwie, die sind schon mächtiger. Hart, Mann, die sind schon heavy. Ja genau, zieh dir mal wenigstens ein bisschen was ab. Dass er dir da wenigstens sicher drücken fällt. Sonst hauen die Leute gleich rein. Komm, oh, da kommen die Reiter, da kommen die Reiter, mies. Und der General will fliehen. Er ist ein Feigling. Ich merk schon. Alter, die übermannen uns hier richtig hart. Ja, die machen uns richtig fertig. Und deren Ork-Typ schlachtet hier auch gut. Panik, eure Krieger fliegen. Die hauen alle ab. Aber voll verloren, Alter. Ganz böse überrannt. Dass sie da rechts sich hingestellt haben. Wir hätten uns ein bisschen Distanz hinstellen sollen. Ja, 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 ja. Ark. Nein! Nein! Ja, aber das kann man auch als Lernvorlage nehmen, ja. Das muss man ja mal positiv sehen. Kann nur besser werden als so eine Schlacht. Das ist vielleicht der Grund, warum wir generell eher nur auf schwer spielen. Ja, gut, dass die da so komisch nachziehen, das wollten wir jetzt ausspielen und dann ist es halt nichts geworden. Die haben es geplündert, die Säue. Kostet ja nichts. So, die öffentliche Ordnung ist immer noch schlecht, ja, das weiß ich. Ich kann immer nichts gegen tun. So, komm. Hier ist dafür gleich die Belagerung fertig. Kann ich mir noch einen Trupp leisten? Natürlich. Nee, leider nicht. Hast du jetzt noch ein bisschen was übrig? Nee. So. Ich muss jetzt wieder eine Armee ausheben, Mann. Ich bräuchte so 170. Nee, Mann. Ich muss eine Armee ausheben. Na gut. Dann kann ich nur abwarten und hoffen, dass ich noch ein bisschen überlebe. Rebellion bevorstehend, also ich habe auch die ganze Palette mittlerweile am Start. Ich. Hat der das jetzt doch eingenommen? Nee. Aber ich komme da, glaube ich, ohne Gewaltmarsch nicht hin, oder? Fuck. So, mal so nah wie möglich hin. Tja. Ich muss eigentlich noch eine weitere Armee ausheben. Aber das Geld habe ich eigentlich nicht. Das kostet auch so viel. Also ich habe jetzt ein Gesamteinkommen von 4.400, aber zahle 4.270 für meine Armee. Ich mache ein Plus mit 7. Das ist einfach das Limit hier. Aldebras von Rees gibt's jetzt. Der ist bescheiden. So, dann holen wir auch gleich ein paar Truppen mit ran. So, das war es auch so ziemlich wieder schon. Ah, zu geil. Das ist echt nervend zerreißend. Ich find's, es ist hart, aber ich finde es auch gut, dass es so schwer ist, ehrlich gesagt. Außerdem hat es so, wie mich das anpisst, wenn ich hier meine eigentliche Hauptstadt verliere und die Rebellenarmee davor ist langsam voll. Das heißt, die werden jetzt doch wahrscheinlich bald zuschlagen und da habe ich keine Chance, die aufzuhalten. Außer die Hauptstadt hat wirklich eine vernünftige Verteidigung. Und selbst dann steht es irgendwie 6 Trupps gegen 20. Vielleicht wird... ich krieg 600 Attacken für den militärischen Zugang.
Nimm, was du kriegen kannst. Ich nehme alles, ich nehme alles. Der musste vielleicht deine letzte Armee zu mir schicken, würde ich sagen. Nee, ich habe ja oben noch gleich zwei voll. Oh Gott, da sehe ich schon wieder mehr Feinde ankommen. Bei Karakdoma. Oh nee. Okay. Dieses Mal müssen wir uns besser schlagen. Mhm. Ich sehe schon die Schädelslammer. Sie greifen wieder an, aber meine Armee steht diesmal dabei. Der Balthasar Geld. Die richtige hast du wenigstens noch. Mhm. Deine Hilfstrupp da hier unter Wolfram Pfeiffer kannst du ja knicken. Ja, die kann ich knicken. Aber eine volle Armee habe ich am Stissel. Was hat er da so? Ah, wieder gut Nahkämpfer. Die auch nicht schlecht sind. Also ich hoffe, wir müssen uns auf jeden Fall diesmal ein bisschen anders hinstellen. So dieses von eben war irgendwie kacke. Allerdings hätte man besser gewusst, wo die direkt rauskommen, dass sie uns so dann links umlaufen hatten. Dann wäre es gut eigentlich gewesen. Und die kippen halt hier recht früh wegen der Moral. Und wir hätten die Chance, das wieder zu tun. Und da hinten kommen unsere, ne? Alter. Deine ist deine richtige Armee. Hier vorne haben wir nur was zum Verhauen. Das ist ja richtig eklig. Und das hier vorne wird einfach nur verhauen werden. Wir müssen da hinten hin. Gegen beide haben wir gar keine Chance. Sehe ich genauso. Und dann müssen wir mit deiner Hauptarmee was reißen. Oder... Arsch. Oder Arsch. Du sagst es. So. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Die haben auch Reiter, ne? Die haben auch Reiter. Aber wir haben auch Speerträger. So ist nicht. Du kriegst einfach die Nahkämpfe, würde ich sagen, wieder. Zack, zack. Gucken, ob er... Wohin er zieht? Er zieht zu deiner Kleinen. Zieh mal in die Ecke. Ich zieh mit den Einheiten auch in die Ecke. Alles klar. In die Ecke, okay. Bildschirmeckenverteidigung, ja. Genau, würde ich sagen. Also ich würde sagen, wir positionieren uns hier so ein bisschen. So am Waldrand vielleicht entlang. Hinter dem Wald. Ja gut, da. Ja. Ich will einfach noch die Bogenschützen und so alle ein bisschen ausspielen, ne? Ich guck mal, ob ich mit der Kavallerie ein bisschen was machen kann. Ja, den Mörser meine ich. Den will ich schon noch irgendwie so lange wie möglich irgendwie auch nutzen. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir mal hier so eine gewisse Linie zu stellen. Lass uns mal die Linie bauen hier zwischen diesem brennenden Haus und diesem Totem. Okay. Also so. Ist gut. Stelle ich meine Bogenschützen erstmal davor, dann kann ich sie später wieder danach hinterziehen. Die Kavallerie, ja. So, die anderen kriege ich sogar noch dazu gezogen. Ich meine, die sind natürlich jetzt sehr schwach. Aber die gibt's immerhin auch noch. Wir können ja jeden Mann brauchen. Sehe ich nämlich auch so. Weil die waren irgendwie doch sehr mächtig. Ja, und ich glaube halt, dass die Moral ist hier echt ein großer Faktor. Gerade weil die keine haben. Und deswegen dürfen wir nie eine Übermacht aufkommen lassen, weil sonst hauen die uns mit halbvollen Regimenten rein. Ich hab's gesehen. Das war sehr, sehr angsteinflößend. Ich habe noch kein richtiges Vertrauen in diese Truppen hier fassen können. Okay, aber so insgesamt scheinen sie uns erstmal ja die Zeit zu lassen, dass wir uns immerhin richtig formieren können. Und das ist ja schon mal nice. Ja, und ich hab Bihan-Kämpfer, das ist ja auch schon mal schön. Und der General, den ich hab, der kann mittlerweile auch so ein bisschen was. Versuch nochmal die Tänze der Wölfchen. Die sind doch jetzt geskillt, weißt du? Die sind auf Stufe 2. Ab was für eine Reichweite hast du mit den Zaubern? Das kann ich jetzt auch mal überprüfen. Ja, ist begrenzt. Gibt eine Begrenzung. Wenn sie aus dem Wald kommen, da vorne, ne? Da kann ich ungefähr hinschießen. Okay. Das geht ja. Jetzt kommen sie an. Das sind eine ganze Menge. Aber wir haben auch immer eine Armee. Wenn die weg ist, habe ich keine Armee mehr. Das sind meine einzigen Truppen, die ich habe. Also wir müssen jetzt gewinnen. Ich versuche die mal so ein bisschen vielleicht vorne wegzulocken. Ich bleibe mal echt mit meiner Kavallerie vorne. Und werde so die ersten Schüsse abgeben. In der Hoffnung, dass er dann mir vielleicht hinterher rennt. Weil ihr müsst ja auch noch diese Wolfsreiter oder so, hat er doch vorhin auch gehabt. Weißt du? Ich verteidige uns mal ein bisschen zu den Flanken noch, dass er uns da nicht reinfällt. Nee, das mache ich schon. Links außen ist ja das Kartenende und rechts bin ich mit den Hilfstruppen. Ah, okay. Lassen wir mal stehen. Na ja, gut. Das macht er hier, glaube ich, ganz gerne. Ja, lass ihn. Ich versuche ihn auch ein bisschen über die Linie hinauszuziehen. Also ich stelle auch meine Kavallerie so ein bisschen drauf. Ich hoffe mal, dass er eher auf die geht. Der Mörser schießt sogar auch schon. Oh, das ist ja nice. Das gefällt.
Ich glaube, der hatte nur einmal richtig Fernkämpfer. Ich gehe mal wieder auf Play. Morta! Ich komme schon mitten in die Mitte rein, Dude. Ah, der Dude sieht halt einfach recht groß aus, ne? Das macht so ein bisschen Angst. Ich weiß, was er meint. So, ich hoffe mal, das kommt hin, wenn ich deinen Zauber, dass er jetzt da gleich durchrennt. Das ist so mein Plan. Sieht ein bisschen zu früh aus. Ich glaube fast, der weicht aus. Das ist ein ganz gemeiner. Ich glaube, der sieht das auch, ne? Ja. Das heißt, eher auf stillstehende Truppen machen. Sollen wir den Kavallerie mit nach hinten weiterziehen? Okay, die Hunde kommen früher. Das sind ja alles gute Nachrichten. Ja. Hey, muss ich halt auch erst rauschecken. Ja, ja, ist ja okay. Ich war ja nur. Oh Gott, das ist ein Riesenheer, ey. Ja, wir haben auch welche. Wir sind nur enger gestaffelt, vergiss das nicht. Er kommt mit eher noch Truppen rechts rein. Gehen wir mit ein, zwei Schwertkämpfern mit noch in den Wald rein. Ich muss die rechte Seite verstärken. Ich zieh lang. Oh Mann, die kommen ja richtig rein. Sollen sie. Sollen sie. Wir haben ja noch ein bisschen Stuff. Das sah doch noch schon ein bisschen was Besserem aus. Und ich habe auch noch ein bisschen Cover da hinten. Wollen wir jetzt mal auch einsetzen. Okay, er hat rechts seine Truppen gebunden. Mit allen den rechts stehenden Truppen rumlaufen. Wie rumlaufen die? Ja, ja, ich weiß, ich bin schon unterwegs. Er hat da so schwer, Wildschweinreiter. Die glaube ich erstmal mitstellen. Ich werde jetzt glaube ich nicht so schnell loswerden. Okay, er nimmt sie zurück. Lauf du weiter, ich falle jetzt schon in die Seite. Lauf du weiter zur Mitte. Unterstütze dich mit der Kavallerie. Alles klar, sind unterwegs. Ich zauber auch schön. Mach. Das schießt auch mit Mörser. Oh, jetzt gehe ich ihn aber in den Rücken. Ja, geh ran, genau, Rücken. Nicht zu weit laufen. Die Bodenschütze mache ich mit meinen Fernkämpfern. Mit meinen Fernmann. Schön, schön, schön. Läuft gut, läuft gut. Ist jetzt schon. Hier ist einer, sein General ist hier durchgebrochen. Ja, den müssen wir natürlich, wenn der an die Mörser kommt. Ist nicht so geil. Aber dafür insgesamt. Geh mal mit den Bihändern drauf und ich sag dir keine schlechte Neuigkeit. Was denn? Unser General wurde von deren General gepawnt. Okay. Ist natürlich nicht so geil. Es ist überhaupt nicht geil. Okay. Dann fehlt uns der Zauberer. Guck mal, was der da wegprügelt, Alter. Das ist schon nicht ohne, was der da macht. Also seine Nahkämpfer scheinen irgendwie ordentlich hart zu sein. Es sind hier zwei, ich glaube, ein Held und ein General. Aber die werden ja richtig alter Schwede. Das kostet uns, das gibt hier ein Fallback. Die machen uns gerade. Da hinten sind Geflohene von dir zurückgekehrt. Nee, von mir. Okay, hab nichts gesagt. Jetzt greift er den Mörser an. Sau. Der Mörser hat bis jetzt gute Arbeiten geleistet. Den Mörser kann ich nie wieder nachrekrutieren. Jetzt übel ab, Mann. Jetzt fliehen sie reihenweise. Sah so gut für uns aus. Nein, das kann's doch nicht sein, Leute. Was ist denn mit euch los? Guckt dir das an, Alter. 23 hier noch. Naja, das ist der General ist halt im Arsch, ne? Der 10. Hätte wahrscheinlich nicht sterben dürfen. Böse. Böse. Ich glaube, bis zu dem Punkt, da gab es auch nicht so eine Warnung, wie da war es auf jeden Fall ein Punkt, da hätten wir es noch schaffen können. Da gab es auch nicht so eine Warnung wie sonst immer in Total War, ihr General wird angegriffen, ja, oder wäre auf jeden Fall Gänzchen an mir vorbeigekommen. Wenn es so jemand von euch gehört habt, schreibt es mal rein. Am besten mit Zeitverweis, sonst denke ich mir auch, ihr wollt mich nur aufziehen. Jetzt knackt er die Böse. Bitter. So ein bitter. Arsch. Also muss man auf jeden Fall dann drauf achten, ne? Ich kann nicht mehr fliehen. Wir sind alle tot. Das brauchen wir auch nicht mehr spielen. Ja, das können wir Auto machen, oder? Naja, ich hätte. Oh, guck mal, der sieht cool aus hier, der Colt Bugelhof. Ja. Ja. Naja. Das sind okay. Die Beathänder gewesen. Das ist der Mörser gewesen. Die kriege ich nicht mehr wieder.
Die Beehänder waren echt gut, oder heißen die Beat oder Beehänder? Beehänder eigentlich, ja. Beat-Handkämpfer, um ganz genau zu sagen. Von Byte, so wahrscheinlich, so altdeutsch schon ein bisschen, ne? Ah, übel, übel, übel. Es gibt hier eine Konföderation zwischen den Grünhäuten und den Zahnzieher. Die Grünhäute sind jetzt so riesig schon. Okay, wechselhafte Winde der Magie haben wir wieder. Ist mal bescheicht und die Knochenbrecher sind weg. So, aber die Revolutionsarmee, die bei mir stand, die ist irgendwie weitergezogen. Ja, aber die wird sich garantiert nicht verlassen. Nee, aber damit habe ich erstmal ein bisschen Ruhe. Aber solltest die Suche nach ihnen vielleicht auf die nächste Folge verlegen? Ja, das würde ich auch sagen. Na dann, Leute. Kurze Überleitung zum Adieu. Ja, ciao, ciao.